Heute stellen wir euch unser Basisfahrzeug vor. Das ist ein MAN G90 8.136 FAE. Die 8 steht für 8 Tonnen, die 136 für 136 PS und das FAE bedeutet permanenter Allrad. Mein Name ist Alessandro und zusammen mit meiner Freundin Linda bauen wir ein Expeditionsmobil. Dazu gibt es hier auf dem Kanal regelmäßig Videos und wenn dir das Ganze gefällt, lass gerne ein Like da und abonniere den Kanal, damit du kein Video mehr verpasst. Viel Spaß! Unser Kurt, so heißt nämlich unser Expeditionsmobil, ist 1989 erstmals zugelassen worden und entstand aus einer Kooperation zwischen VW und MAN. Dabei stellte MAN die ganze Technik, sowohl den Allrad als auch die Chassis, und das Führerhaus wurde von VW gestellt. Dieses ähnelt sehr dem LT. Wie anfangs schon mal erwähnt, Kurt hat 136 PS, 5,7 Liter Hubraum, die Geschwindigkeit ist maximal 89 km/h, dabei aber allerdings auch schon kurz vorm Begrenzer und sehr laut brüllend und wahrscheinlich auch eher mit Rückenwind. Wir fahren meistens zwischen 75 und 85 km/h. Und der Verbrauch liegt dabei zwischen 18 und 25 Litern, je nach Terrain. Mit einer Länge von 6,30 m, einer Breite von 2,27 m und einer Höhe von 3,75 m ist unser Kurt jetzt nicht der größte, allerdings auch nicht der kleinste. Er liegt unter 7,5 Tonnen, er ist eingetragen mit 7,49 und hatte ein Abreisegewicht 2022 von 6,35 Tonnen, also 6 Tonnen 325 Kilo. Und mittlerweile sind wir ungefähr bei 6 Tonnen und 800 Kilo. Das liegt einfach daran, dass wir noch ein paar Sachen ergänzt haben, vor allen Dingen in Sachen Elektrik und Frischwasser und auch von der Leitung. Wir werden jetzt im Laufe der nächsten Zeit umrüsten und dazu gibt es aber dann aber ein separates Video, denn wir bekommen einen neuen Koffer. Doch was genau macht jetzt ein Fahrzeug zum Expeditionsmobil? Letzten Endes ist es natürlich irgendwo auch der Umbau und der Ausbau, aber auch die Fahrzeugvoraussetzungen und vor allen Dingen die Verfügbarkeit der Teile ist eigentlich sehr, sehr wichtig. Ich bin jetzt kein Experte da drin, ich habe mir einfach so ein paar logische Dinge zusammengereimt beim Kauf des Fahrzeugs, habe mich, als ich das Fahrzeug gesehen habe, nochmal über das Fahrzeug informiert und geschaut, ob es dazu denn schon in Klammern eine Szene gibt. Und ja, für den G90 gibt es auf jeden Fall eine recht große Szene und die ist auch sehr kommunikativ und aktiv. Das finde ich sehr schön, das macht es mir als Anfänger sehr, sehr einfach und da wir unter 7,5 Tonnen bleiben wollten, blieben jetzt auch nicht so viele Möglichkeiten. Es gäbe natürlich noch Unimog und noch ein paar andere, allerdings war uns der Unimog einfach zu teuer und der MAN war halt auch einfach verfügbar. Ihr merkt schon, so richtig pauschal beantworten lässt sich die Frage nicht. Das Fahrzeug war halt damals verfügbar, ich habe mich dann kurz damit beschäftigt und mir einige Informationen reingeholt, geschaut, ob es eine Szene zu dem Fahrzeug gibt. Ich habe dann festgestellt, jawohl, die gibt es und gar nicht mal so klein und dementsprechend haben wir uns dann für das Fahrzeug entschieden. Wenn ihr auf der Suche nach einem Expeditionsmobil seid oder nach einem Basisfahrzeug dafür, schaut einfach in verschiedenen Foren. Es gibt Allradforen, es gibt Facebook-Gruppen für Allradfernreise und dann schaut einfach dort, was für Fahrzeuge gefahren werden und was die Leute für Tipps geben und was sie für Vorteile und was sie für Nachteile von ihren eigenen Fahrzeugen bringen. Letzten Endes ist es immer so ein bisschen eine Vorliebe und vor allen Dingen ja, die Marktsituation. Wenn ich jetzt den MAN nicht zufälligerweise gefunden hätte, hätte ich pauschal niemals danach gesucht, weil ich kannte das Modell einfach gar nicht. Im Notfall einfach einen Mechaniker mitnehmen zum Kauf, der das einmal durchprobiert oder halt einfach vorlegen lassen, dass er bei der Inspektion oder irgendwas repariert worden ist. Also eigentlich genauso wie beim Gebrauchtwagen-Pkw-Kauf. Und damit sind wir auch schon wieder am Ende des Videos. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Lass gerne ein Like da und abonniere den Kanal, damit du nichts mehr verpasst. Im Laufe der nächsten Zeit kommen hier Videos zum Thema Koffer. Wir haben nämlich einen GFK-Koffer bestellt. Der muss auf dieses Fahrzeug drauf und vorher der alte Koffer runter. Danach fangen wir an mit den Fenstern und den Klappen und der Innenausbau wartet auch noch auf euch. Vielen Dank fürs Zusehen. Bis bald.